Getting mit Toon Link. Toon Link spielt er aber nicht, oder? Ich mein. Also früh am Brawl, in Smash 4 auch. Und das Ultimate, ja, schon lange nicht mehr angefasst, aber wer weiß, was er noch alles mit dem kann. Also er ähnelt sehr dem Smash 4 Charakter. Und ja, in Freeplays hat er auch mal gezockt, aber wie gesagt, habe ich ihn seit längerem nicht mehr gesehen. Deswegen schauen wir mal, was das Scorti 12 heute anzubieten hat mit Toon Link. Ja, Levi klassisch natürlich mit Lucas am Start. Sieht momentan ziemlich even aus. Teilen sich da schön die Prozente. Skelly versucht mit der Bombe irgendwas zu connecten, aber Levi schön mit der Nair. Oh, fiese Downer von Skelly. Dash Attack von Levi ging daneben. Jab. Oh, passiert da jetzt was? Na. Ah. Ja, siehst du, da kommen so ein bisschen diese alten Brawl Smash 4 Sachen raus. Die haben da auch schon geklappt und genau, schön connecten mit Boomerang into Bombe into am besten noch. Wie würdest du Lukas gegen einschätzen? So Toon Link gegen Lukas? Ich glaube. Oh. Da war schon der erste Kill. Heftig, ja. Während ich überlegt habe, weiß ich gar nicht. Also Lukas ist ja auch ziemlich gut, muss man sagen. Oh, heftig von Skelly. 40% Combo. 40%. Auf jeden Fall einmal Karten drücken. Oh, schön von Skelly. Oh. Der dreht gerade gut, ey. 72%. Heftig. Ich höre gerade, Lennart ist auch noch gerade bei uns. Moin, moin. Aber Skelly dreht gerade ruhig. So wie es aussieht. So wie es hier aussieht. Übernimmt Skelly leicht die Führung mit einem Stock. Aber schauen wir mal, was Levi macht. Ich meine, Levi bzw. Lukas kann relativ. Oh! Skelly schlau. Hat sich den Jump gesaved. Sodass er safe wieder zur Stage kommt. Okay. Auf jeden Fall fiese Mucke auch. Von wo ist die überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur unter Others, aber ich weiß nicht, welche. Oh! Oh, die Vorwahl ist so stark. Von Toon Link. Ach so. So ein das klingt irgendwie ein bisschen gruselig, wenn du da so an gegen Ohren irgendwas regest. Oh Gott. Oh. Nochmal. Levi hat ja fast eine fiese Kombo gestartet. Ja, immer. Perfekt. Perfekt. Und. Ja. Levi muss jetzt versuchen, irgendwie. Ein gutes Comeback zu starten, sonst wird es ziemlich schwierig. Das erste Match kann gleich schon vorbei sein. 26%. Man muss sagen, der zweite Stock eben von Skelly war echt nicht schlecht. Oh. Teilweise gute Kombos. Oh. Ich glaube, das war nicht gewollt von Levi. Mit Dolly. Ah, okay. Oh. Okay. Oha. Levi kann es noch schaffen. Ja, kann er noch schaffen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Down erklärt. Oh, okay. Oh, fair. Noch eine Bombe. Okay. Mein Toon Link hat ja schon viele coole Projektile, ne? Da kann man schon echt was starten. Und wie du schon meintest, die Fair schon extrem cool. Oh, einen fetten Fuß. Oh, die Bombe. Die Bäcker ist aber, glaube ich, auch stark von Toon Link geschossen. Ja. Da muss jetzt aufpassen. Oh. Also beide können sich jetzt innerhalb von ein paar Moves fehlen. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt Lukas 127% Rage. Oh, das hätte gefährlich sein können. Oh, er hat die Bombe, passiert da. Oh, oh mein Gott. Die Bombe. Okay. Hat die Bombe ihn jetzt noch gesaved. Ich dachte eigentlich auch, die Bombe rettet ihn irgendwie. Aber leider doch zu spät gestartet. Liegt wahrscheinlich daran, weil Levi heute mir, Michael McSwikel und jetzt Skelly McFay einen heftigen Player mitgebracht haben. Zeigen wir uns gleich nach dem Set. Die sind auf jeden Fall sehr heftig gelungen und muss man schon echt sagen. Hast du ja gerade gesehen, meiner liegt da vorne. Skelly spielt gerade mit seinen. Und genau, der Hersteller von den beiden Playern ist jetzt auch da. Na, komm mal zu mir. Können wir hier besser gucken, was jetzt gleich in der nächsten Situation passiert. Oh, Skelly nochmal fieses Telefonat während eines Sets. Bisschen Business. Na, normal, Digga. Ja. Und wie gesagt, heute haben wir NHL 12. 12, glaube ich, ja. Genau, mit spannenden Spielern, unter anderem Schatten danach. Du, Skelly, Levi, da. Du natürlich. Cobra, ja. In Kiel. Und genau, bevor wir gleich weitermachen, gehen wir erstmal zum zweiten Set. Und genau. Findet immer einmal im Monat statt, NHL.
eigentlich immer auf den Samstag und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Coole Leute, coole Location und genau, man ist am Wasser und was will man da mehr? Gleich. Warte, gleich. genau, aber kommen wir wieder back zum Match. Scaddy teilt auf jeden Fall wieder gute Prozente auf Small Battlefield. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Scaddy so ein Small Battlefield-Fan ist, aber Levi anscheinend auch. Haben wir auch gerade im Teams gespielt. Das war schon ziemlich knapp. Hast du ja gerade gesehen, wie krank das war? Das war so krank am Ende, ja. Zwischen Squam und mir und Scaddy und... Das war einfach ein 3 gegen 2. Ja. Also ich stand echt in der Mitte und... Ich glaube, Bosa war links und Blueheart war rechts. Mhm. Und ich war ganz allein mit 100. Und alle hatten irgendwie 140%. Hätte man echt on Stream zeigen müssen. Das war schon sehr krank. Das war krank. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Aber da kann halt, ne? Die Dose ist halt kein bester Freund. Ja. Oh, das oh. Hat mich da gekillt. Ah, okay. Ah. Ich dachte, die Dose sei schon. Nein, die Bombe von Toon Link explodiert. Das ist auch interessant an Toon Link, wenn er zum Beispiel die AP aktiviert. Dann fliegt der Gegner weg. Wenn das zum Beispiel Youngling macht, dann fliegt der Gegner nach oben und das kann auf zu einem Up-Air connecten. Ja, man glaubt halt nicht, aber die beiden sind halt richtig verschieden. Also die spielen sich total verschieden. Ja, also wie gesagt, natürlich haben die gewisse Ähnlichkeiten, ja, ist ja genau, klar. Ähnlichkeiten, aber so, ne, auch allein schon die Bombe und der Pfeil machen mehr bzw. wenig Prozent. Oh. Die fliegen auch anders, also wie gesagt. Das ist schon eigentlich ganz cool. Man denkt sonst immer, oh, wahrscheinlich alles gleich. Und in Brawl und Smash 4 hat man auch gedacht, oh, Link ist auch einer von denen. Aber jetzt hat er mittlerweile keine Kette mehr, was ja, die eben. Beiden haben. Und okay, diese Fernzüngerbomben. Ja, genau. Oh, schön gemacht von Levi. Deswegen, also Toon Link ist schon ein cooler Char, der eigentlich viel zu wenig gespielt wird, finde ich. Vor Toon Link habe ich auch am meisten Angst vor gegen Gregings. Ja, also wie gesagt, wenn er Bock hat, kann er echt gut connecten und auch schnell killen. Sowieso die ganze Link-Familie, sag ich mal. Die können alle da gut connecten. Ja, die sind alle... Oh. Oh, da hat Scaddy ein bisschen mit seiner Kette verkackt. Aber jetzt kommt Levi. Versuchen den näher. Oh, ich dachte ein Jablock. Kommt daneben. Oh, okay, okay. Oh je. Yeah. Okay, die Kette. Oh, Levi hat ein bisschen Probleme gerade, ihn zu treffen. Aber kriegen wir gleich auf jeden Fall hin. Okay, erstmal Eis. Okay, noch ein Schuss. Oh. Jetzt aber, okay, in Boomerang rein. Oh, das war jetzt. Ich sag ja, die Fair, wie du schon meintest, ist schon auf jeden Fall ein crazy Move. Killt früh. Das ist crazy, wie früh gekillt. Genau, ist stark und killt halt früh. Das ist schon echt gut. Oh. Okay. Beide sehr vorsichtig gerade. Oh, nette Idee. Oh je. Oh. Kommt da eine Brawl-Technik. Oh, schade, schade. Du siehst ja selbst, Up Tilt to Back Air ist schon auf jeden Fall was Nettes. Und sein Melee-Dodge ist auf jeden Fall gut. Scaddy, gutes Comeback, 72%. Aufgegeben auf Lucas. Aber man darf nicht vergessen, 100%. Okay, jetzt kommt diese Super-Tacke. Levi muss jetzt schlau spielen, um das zu kriegen. Ein guter Move und er ist weg. Oh, das war aber auch ganz schön gefährlich, muss ich sagen. Oh. Okay, und? Oh, jetzt muss Levi. Ja, das kriegt man nicht. Aber gegen ihn ist gekonnt gekillt. Oh. Oh, oh, F-Tilt. Oh, oh, ja, das war's. Das war's. Oh, oh, oh nein. Nein. Das war. Ja, Pech für Levi, Glück für Scaddy 12. Auch genannt Scotty 12 in der Gesellschaft. Liegt wahrscheinlich daran, weil der Player einfach so heftig gebaut ist, von Levi für Scaddy, Hersteller gegen Player. Das sind einfach zwei Welten gerade. Also Levi hat gerade sehr gute Chancen, ihn zu holen. Ja, also wie gesagt, das war wirklich nur ein kleiner Move. Und ja. Da merkt man mal, wie ein Move ganz eng sein kann einfach. Ja, wie gesagt, es ist echt nur ein Move zum Teil, der das ganze Spiel entscheiden kann und es zu einer gewissen Richtung bringen kann. Aber bevor wir jetzt weitermachen, heftiger Move von Cobra the Mobra. Jetzt haben wir Elektroplankton. Mal gucken, hoffentlich nicht das ganz leise, sondern das andere coole. Nein, wir haben echt dieses. Oh je. Das ist echt so ein Soundtrack. Ich weiß nicht. Nichts gegenüber Pikmin, die Signaturgeräusche. Ja, genau. Ich glaube, Schatten der Nacht ist so ein Fan davon mit solchen Geräuschen, die relativ. Ah, echt? Ja, ja, da wird solche Musik irgendwie. Am besten gar keine Musik. Aber nächstes Mal, wenn jetzt hier noch ein drittes Match passiert, muss ich auf jeden Fall sagen,
dass wir auf jeden Fall eine bitte gute Musik aussuchen für uns hier im Stream. Am besten die Pikmin-Naturgeräusche mit diesen Grillenzirpen im Hintergrund. Oha. Oh. Während du hier gerade über Pikmin redest, hat Skelly einfach ganz frech schon mal den ersten Kill von Levi gezogen. Eieiei. Und weil du Pikmin gesagt hast, hast du das neue Spiel da jetzt geholt? Dieses neue Pikmin, was jetzt auf der Switch rauskam? Noch nicht, nee. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das holen werde, aber... Sieht auf jeden Fall spannend aus, aber ich habe leider bisher noch nie gezockt. Also ich auch noch nicht. Gab's auf der GameCube früher, aber habe ich auch nicht gezockt. Ich weiß auch nicht, warum. Pikmin 4 wirkt ja auch interessant. Ja, deswegen. Mit den ganzen neuen Features und so. Aber kommen wir wieder back to the game, to the game. Levi versucht jetzt krampfhaft einen Kill von Skelly zu erlangen. Schöner also Skelly baut gerade gut Prozent auf. 27, 44, oh 54%. Man muss aufpassen. Oh, zack, zack, zack. Okay. Oh, nette Idee von Levi. Oh, gute DI von Skelly 12. Aber es hat nicht gereicht. Naja, wegen Small Battlefield darf man auch nicht vergessen. Jab, jab, jab. Oh! Bumerang von hinten. Da war selbst unser Levi mit 2 WI überrascht. Alle, glaube ich, waren hier überrascht. Als das so viel Prozente. Skelly dreht jetzt durch. Der Player aktiviert sich bei ihm, der Player selbst. Aber wir zeigen uns gleich. Levi, ein bisschen Schwierigkeit jetzt hier bis zurückzukommen. Bumerang ist aber auch wirklich ein gutes Projektiv. Kommt immer unerwartet von hinten. Du bist. Und Garrosh kann man sehr gut kombon. Ja. Schöne Idee. Oh. Levi muss jetzt ein bisschen anstrengen. Von gar keiner zurückkommen. Okay. Ich weiß nicht, ob er von der vorherigen Position geschafft hätte. Oh, nette Idee. Nette Idee von Skelly. 12. Oh mein Gott. Oh. War Hacker Boomerang gerade getroffen. Oh, okay, oh. 42%. Okay, es ist noch alles möglich. Wir sprechen hier Smash Ultimate. Da ist wirklich alles möglich. Oh, er gibt noch. Wow, durch ausgewählten. Oh, okay, fieser Fuß. Uptail killt aber nicht. So viele Projektile. Oh, und... Ja, das war's. Okay. Sehr heftig. Das war auf jeden Fall ein krankes Duell. Da zeigt er schon mal seinen Player. Das ist der Player von Levi mit 2 E. Mein Player kannst du auch gleich zeigen. Also, man kann ihn echt sehen. Und das Heftige an dem Player.